Leonberger. Heute dreht sich alles um den Leonberger. Ich habe für dich die 10 wichtigsten Fakten zusammengefasst und stelle dir den Leonberger vor. Bevor es losgeht, noch eine kurze Einleitung. Der Leonberger ist eine beeindruckende und imposante Hunderasse, die ihren Ursprung in Deutschland hat. Sie sind bekannt für ihre Größe, Kraft und ihr freundliches Wesen, was sie zu großartigen Familienhunden und treuen Begleitern macht. In diesem Hunderasseporträt wirst du mehr über diese faszinierende Hunderasse erfahren und warum sie so viele Menschen begeistert. Geschichte des Leonbergers. Der Leonberger wurde im 19. Jahrhundert in der Stadt Leonberg in Deutschland von Heinrich Essig gezüchtet. Essig kreuzte den Landseher, den Bernhardiner und den Pyrenäenberghund, um einen großen, kräftigen und eleganten Hund zu schaffen, der sowohl als Arbeitshund als auch als repräsentativer Begleiter eingesetzt werden konnte. Wesenszüge und Charaktereigenschaften. Der Leonberger ist ein freundlicher, selbstbewusster und ausgeglichener Hund. Sie sind intelligent, loyal und haben eine ausgeprägte Bindung zu ihrer Familie. Trotz ihrer Größe sind sie sanftmütig und geduldig, was sie zu guten Familienhunden macht, insbesondere wenn sie gut sozialisiert und erzogen sind. Sie sind wachsam und können als Schutz- und Wachhunde eingesetzt werden, ohne aggressiv zu sein. Passt der Leonberger zu mir? Der Leonberger ist ein großartiger Familienhund, der sich auch gut für Hundeanfänger eignet, wenn man bereit ist, sich mit der Erziehung und der körperlichen und geistigen Auslastung auseinanderzusetzen. Sie benötigen ausreichend Platz und sollten in einem Haus mit Garten gehalten werden, um ihrem Bewegungsbedürfnis gerecht zu werden. Wenn du einen Leonberger in deiner Familie aufnehmen möchtest, solltest du mit einem Preis von 1.200 bis 2.000 Euro rechnen, wenn du ihn von einem seriösen Züchter kaufen willst. Wie halte ich einen Leonberger? Erziehung und Entwicklung des Welpen. Leonberger sind intelligent und lernwillig, was die Erziehung erleichtert. Mit einer liebevollen, konsequenten Erziehung und Sozialisierung werden sie zu treuen und folgsamen Begleitern. Eine positive Verstärkung und Belohnung fördert das Lernen und stärkt die Bindung zwischen Hund und Halter. Zum Thema Hundeerziehung und Welpen habe ich dir unter dem Video noch ein paar Tipps und Empfehlungen verlinkt. Bevor es weitergeht, falls dir dieses Video gefällt, dann abonniere doch den Kanal und du verpasst keine weiteren spannenden Hundevideos mehr. So, wir machen weiter. Wie viel Beschäftigung braucht der Leonberger? Der Leonberger benötigt tägliche körperliche und geistige Auslastung. Sie sind gute Schwimmer und genießen es, im Wasser zu sein. Zudem eignen sie sich für Hundesportarten wie Zughundesport, Fährtenarbeit oder Mantrailing. Lange Spaziergänge und Spielzeiten im Freien sind ebenfalls wichtig, um den Leonberger körperlich und geistig fit zu halten. Durch ihre Intelligenz können sie auch von anspruchsvollen Denkspielen profitieren, um ihre geistige Auslastung zu fördern. Gesundheit und Pflege. Die Fellpflege des Leonbergers ist anspruchsvoller als bei vielen anderen Rassen, da sie ein doppeltes Fell besitzen. Es empfiehlt sich, das Fell regelmäßig zu bürsten, um Verfilzungen und übermäßiges Haaren zu vermeiden. Achten Sie darauf, Ohren und Augen regelmäßig zu kontrollieren und zu reinigen und die Krallen bei Bedarf zu schneiden. Leonberger können anfällig für bestimmte gesundheitliche Probleme sein, wie zum Beispiel Hüft- und Ellbogendysplasie, verschiedene Augenerkrankungen, Herzerkrankungen und Schilddrüsenunterfunktion. Eine verantwortungsvolle Zucht und regelmäßige tierärztliche Untersuchungen können dazu beitragen, das Risiko solcher Erkrankungen zu minimieren. Interessantes und Wissenswertes. Der Leonberger ist eine vielseitige Hunderasse, die nicht nur als Familienhund, sondern auch als Arbeitshund eingesetzt werden kann. In der Vergangenheit wurden sie als Rettungshunde, Zugtiere und sogar als Kriegshunde eingesetzt. Aufgrund ihrer imposanten Erscheinung und ihrer freundlichen Art haben Leonberger auch einige Film- und Fernsehrollen gehabt, was ihre Beliebtheit weiter erhöht. Das waren auch schon die wichtigsten Punkte zum Leonberger. Danke, dass du bis hierhin zugeschaut hast. Bis zum nächsten Mal
deine Hundefreunde von Hunde Fantastisch.